Das ist Martin. Martin hat Sex mit Männern. Er hat Sex mit Männern und bekommt sogar Geld dafür. Klingt komisch, ist aber so. Martin ist also in der Sexarbeit tätig. Zur Sexarbeit gibt es ein Gesetz mit ganz vielen Paragraphen. Das neue Prostituierten-Schutzgesetz. Dieses neue Gesetz schreibt vor, dass Martin sich mehrfach beraten lassen muss. Dazu muss er ins Ordnungsamt. Dort bekommt er einen Ausweis, den er bei sich führen muss. Auf diesem Ausweis wird festgehalten, dass Martin in der Sexarbeit tätig ist. Außerdem muss er einmal im Jahr ins Gesundheitsamt. Dort findet eine Zwangsberatung zu sexueller Gesundheit statt. Wie wahrscheinlich ist es also, dass Martin gerne zur Beratung geht? Vor allem, wenn er weiß, dass er einen Ausweis bekommt, der seine Tätigkeit verraten kann. Und wieso geht man eigentlich davon aus, dass Martin sich nicht selbstständig informieren und um seine Gesundheit kümmern kann? Merkst du selber, Prostituierten-Schutzgesetzen, ne? Die AIDS-Hilfe NRW fordert einen Richtungswechsel. Die stigmatisierenden und wirkungslosen Vorschriften im Gesetz gehören abgeschafft. Jetzt.